Edi hat schon einen Tränchen im Augenwinkel gehabt. Ich sag, du wolltest doch nicht mal drauf. Das hat die jetzt erst gemerkt, ne? Wir sind zum ersten Mal. Sehr schön. Ja, das ist Hey, Sally. Morgen zusammen. Morgen.
Ja, ja, aber ganz sicher. Viele wollten nicht kaufen, dachten der Preis ist in Ordnung. Ja. Ja, ich hab schon Grüezi, grüezi. Okay, ja, also dann, ja, wir fahren. Ja, aber da wird es dann schon so, dass man zahlen muss. Ja gut, wir machen die Moin, moin. Moin. Moin, moin. Vielleicht hast du ja falsch. Keine Ahnung mehr. Sie haben die Haube zu, nichts mehr gehört.
Okay. Ich hoffe es ja. Ich habe aber das lieb, dass du nachgefragt hast. Ja, ebenfalls, wenn ihr da steht, kommt ihr mir mit, gibt's ja Kacke. Ja, du, die sind auch genug. Ein Gimbal. Erstmal live, was soll das sein? Ah, okay, hier haben wir's. Ich schick dann den Film. Perfekt. Liegt mein Haar, Alex, nee, liegt im Auto. Scheiße. Liegt mein Haar, ja, im Auto. Ja, den habe ich schon Bescheid gesagt. Sonst stehen wir so in die Mode. Ja, wir waren 3 Wochen Marokko und wir sind gerade einmal quasi runter und ja, wieder zurück. Ja. Also wir haben es gar nicht geschafft, komplett durch. Eigentlich musst du eben mit 4 Mann fäkeln und ein paar Mann machen. Morgen, Olli. Morgen. Ah, sorry. Gut, das klappt mit dem Alternator. Ja, das ist nicht unter Hand gelegen. Wir haben regulär gelegen. Genau. Aber jetzt ist die Kerne gefunden, aber jetzt tut es auch ein bisschen umbiegen. Weißt du, ich soll sagen, wenn er es zusammendrückt, tut er genug laden, wenn er aber loslässt. Du tust zu wenig laden. Oder? Ja. Jetzt habe ich gesagt, er soll es etwas biegen. Jetzt habe ich ihn letzte Nacht im Handbuch gelesen und dort gestellt, er hat das Gleiche. Er soll das Blättchen nicht zurückbiegen. Es ist einfach ein herausfinden, was man für Leiden und was nicht. Oder? Genau, genau. Aber jetzt hat die Batterie ist jetzt einmal voll geladen. Weißt, und hat ihn ja gestern laufen und eben mit einem Hölzchen dritten, das genau, schön zusammendrückt. Genau. Jetzt schaut er heute noch einmal schauen, weißt, eben, dass er es vielleicht ein bisschen biegen kann, weil die Fahrer ist ja nicht, dass er überlappt. Oder? Ja, ja. Das will er dann nicht. Aber das ist eigentlich ein kleines Problem. Gut. Ja, ist gut. Ja. Also, bis später. Ja. Ciao. Ciao. Ja, gestern, also alle hier. Aber gerade ausgucken, nicht, dass du stolperst, ne? Ich hab leider die Kamera.
Liegst du jetzt dahinter oder? Der gebe ich nichts an. Der gebe ich nichts an. Da kann ich sagen. Ich sehe da viel aus. Vielleicht kann man sagen, gut, wir kaufen diese. Teilnehmer-Geschichte, dass wir leider mal gucken. Den Teilnehmer mal drehen, wie ist er riesig, wie ist er von der Teilung her, wie er in der Riemenscheibe drin liegt und so weiter. Und dann mal die Spannrolle, mal Bohrschucker hören, wie laufen die Spannrolle. Wenn ich neuere Motor habe, eine OSKD oder GD, dann sind hydraulische Spanner, da muss ich dann mal gucken mit dem Hebel, kippt die Spannrolle ab oder nicht. Die sind ganz oft ausgeschlagen, so mit einer Laufleistung von 250.000, wo die meisten einfach gar nicht merken. Ich mache neue Riemen drauf, auch viele Werkstätten, mache einen Riemen drauf und fertig. Und nachher eiert das Ding, wenn du den Spanner anguckst, macht er den, wenn ich da einfach den, die Schraube benutze, wo ich ihn zurückstelle und gucke genau nach, wo er sich dreht, dann merke ich, dass da manche wirklich einen Zentimeter Luft haben. Wo auch ganz oft, ja. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Marcel. Alles klar? Alles gut bei uns. Right.
Muss man rundherum? Na, über die Burg muss ich noch. Aber ich wollte schnell spionieren, was sie da so treibt. Hast du eigentlich Zettel dabei? Nee. Nicht? Nee. Werde da den Schutz erklären. Sieh mal die richtig aus. Dann machen wir sie gerade rum. Hat vorhin den Wolfgang gefilmt. Während dem Workshop ging ich so mit der Kamera vor die Nase.
im Prinzip in der Straße. Warte mal kurz, lass mich mal kurz beschreiben, weil dann ist es leichter. Du gehst diese Straße hier runter, dann steht rechts von dir steht ein Anhänger mit Reifen drauf. Du gehst einmal um den Anhänger rum, genau. Und dann sind es ungefähr 100 Meter. Hey. Morgen, Morgen. Thank you.
Morgen. Okay. Ich wurde neulich attestiert, ich hätte eine alte Seele, was immer das heißt. Ja, tamhle druhá černá 40. Ja,
Stau oder so. Das wollen ja alle ganz langsam. Das ist ein Zeichen. Ja, das ist ein Zeichen. Ich hab halt viel Bägen in den Text, sondern ich finde immer mir so weit zum Schaden, die Drehzahl zu weit unter ist. Ne? Gracias.